Lina Larissa Strahl ist vor allem durch ihre Rolle in der beliebten Bibi und Tina Filmreihe bekannt geworden. Aber habt ihr auch diese Fakten schon über die 19-Jährige gewusst? Im Interview mit der Zeit hat die Sängerin verraten, dass sie total große Angst vor Spinnen hat. Das rührt daher, dass ihr als Kind mal eine große schwarze Spinne ins Gesicht gesprungen ist. Gruselig! Angst hat Lina übrigens auch vorm Fliegen, was ihre Schauspiel- und Musikkarriere sicherlich schon ein wenig im Weg steht. Dennoch will Lina eines Tages mal in England leben und studieren. Besonders der britische Akzent gefällt ihr sehr. Ursprünglich war England ihr Ziel, weil sie ein so großer One Direction-Fan war. Weniger gut gefällt es dem Bibi und Tina-Star dafür, morgens aufzustehen, wie sie uns einmal im Interview gestanden hat. Ich brauch 6 Wecker. So, weil ich kriege die Krise. Wenn ich schlecht aufstehe, dann ist der Tag, dann habe ich schon mal schlechte Laune. Also das ist wirklich nicht so gut. Man sollte mich sehr friedlich wecken. Den meisten ist Lina Larissa aktuell ja aus der Bibi und Tina-Reihe bekannt. Doch eigentlich startete sie als Singer-Songwriterin durch. Anfang 2013 setzte sie sich nämlich bei dem Wettbewerb Dein Song durch und produzierte zusammen mit der Gruppe Mia ihren Song Freaking Out. Und eigentlich hätte sie auch für den Disney-Film Vaiana singen sollen, indem sie die Synchronstimme der Hauptfigur übernahm. Warum das allerdings nicht klappte, das hat sie uns auch verraten. Ich hätte auch singen gedurft, ich konnte aber nicht, zeitlich bedingt, was ich sehr, sehr schade finde und dem ich auch sehr hinterher traue. Und liebe Lina Larissa Strahl-Fans, habt ihr das alles über euren Lieblingsstar gewusst?